Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Bastelwerkstatt. Mein Name ist Mandy. Ja, als allererstes hoffe ich mal, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut verlebt habt. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich habe mir gedacht, dass sich auch der Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up! Bald verabschiedet und vom Frühjahrskatalog abgelöst wird. Zeige ich euch nochmal mit dem Set Eisblüten aus dem Herbst-Winter-Katalog eine Karte. Und ja, wer das tolle Set noch nicht hat, vielleicht möchte er es ja noch haben. Und den kann ich mit der Karte vielleicht dann doch noch inspirieren. Genau. Und ja, ich habe heute eine Geburtstagskarte für euch. Weil bei uns ist es auch so, dass sich alles so aufs Jahresende und den Jahresanfang eigentlich konzentriert mit den ganzen Geburtstagen. Und deswegen brauche ich natürlich auch eine Geburtstagskarte. Ja, ihr seht, schimmert die ganz toll. Und ich habe das Ganze mit einer Embossing-Resist-Technik gearbeitet. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für meine Karte habe ich mir schon ein bisschen was an Papier zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich einmal ein DIN A4 Blatt halbiert, sodass es die Maße hat von 14,85 mal 21 und bei 10,5 habe ich gefalzt. Dann habe ich einmal einen Cardstock in Wassermelone gewählt und habe hier die Maße 14,4 mal 10,1. Und ein Stück in Seitenglanz mit den Maßen 14,0 mal 9,7. Und als allererstes brauche ich mein Farbkarton in Seitenglanz und mein Stempelset. Aus dem Stempelset habe ich mir jetzt schon mal die große Blüte und die kleinere auf Stempelblocks gezogen und ich fange an mit Wassermelone und setze mir ein paar Blüten auf mein Seitenglanzpapier. Und dann nehme ich mir noch Flamingo-Rot als zweite Farbe. Und auch mit der kleinen Blüte stempel ich mir noch ein bisschen was auf. Jetzt nehme ich mir aus dem Set noch dieses Blatt und Apfelgrün und setze damit jetzt eigentlich noch mal so ein farbiges, also einen farbigen Kontrast. Genau. Das reinige ich mal kurz schnell.
Jetzt brauche ich Versamark-Tinte, das ist diese durchsichtige Tinte, mit der ich embossen kann. Und ich brauche noch mein Embossing-Buddy. Mit dem tupfe ich mir jetzt, da fahre ich einmal über das Papier, dass praktisch das Embossing-Pulver nicht noch woanders hängen bleibt. So. Jetzt nehme ich Tinte mit Tinte praktisch auf. Und ich könnte es jetzt mit dem Stamparatus machen, aber das klappt auch so. Und ich versuche jetzt praktisch nochmal darüber zu stempeln. Und das macht jetzt nichts, wenn das ein bisschen leicht versetzt ist, weil dadurch entsteht auch nochmal so ein gewisser Effekt nachher, wenn wir das Blatt einfärben. Aber das seht ihr dann im nächsten Schritt. Also, ich gehe jetzt nochmal einmal über die Blüte drüber. Versuche halt, das in etwa zu treffen. Ich tue mir natürlich mit Clear Stamps, also mit diesen Silikon-Stempelkissen, leichter. Aber durch die Form jetzt meines Stempels erkenne ich ja in etwa, wo ich auch hinstempeln muss, wie ich den ansetzen muss. Leg mir jetzt noch ein Stück Papier unten drunter und nehme mein klares Embossing-Pulver streue das praktisch über mein Blatt, was ich gerade mit Versamark bestempelt habe. Ich noch mal ein zweites Mal drüber gehen, dass auch überall mein Embossing-Pulver haftet. Und jetzt nehme ich meinen Embossing-Föhn. Und bringe praktisch das Embossing-Pulver so zum Schmelzen. Dass das geschmolzen ist, erkennt ihr, dass es dann wieder glänzend wird, euer Motiv. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit meinen Blüten. Da muss ich halt jetzt ein bisschen schauen. Die haben ja hier unten, also wie ich die vorher angesetzt habe, so muss ich jetzt auch da wieder drauf gehen.
mache mir gleich noch die kleine Blüte wieder zur Hand. Ungefähr schauen, dass ich wieder über dem Motiv bin. Der gleiche Prozess wie gerade eben. Embossingpulver drüber und zum Schmelzen bringen. Ich brauche unbedingt wieder ein neues Pulver. Es neigt sich dem Ende, aber es ist trotzdem sehr ergiebig. Ich föhne das jetzt schnell und dann bin ich wieder da. So, jetzt habe ich das Ganze fertig, auch zum Schmelzen gebracht und ihr könnt es euch eigentlich gut kontrollieren, ob ihr getroffen habt. Das sieht man, wo das geschmolzen ist. Und zur Not einfach nochmal mit Versamark drüber stempeln und nochmal mit Embossingpulver embossen. So, der nächste Schritt ist, ich habe jetzt mir Espresso genommen. Und ein Schwämmchen. Das sind ja bei Stampin' Up gibt es leider so große, runde und ich schneide mir da immer so eine Ecke raus. Und was ihr noch braucht, ist ein bisschen Küchentuch. Und jetzt fange ich an, Tinte aufzunehmen und von außen her über mein Papier in kreisenden Bewegungen Farbe aufzubringen, zu verreiben. Erstmal ein bisschen weniger, weil dunkler geht danach immer noch. Und ihr seht schon, die Farbe bleibt jetzt nicht an dem embossten Motiv haften, sondern nur an dem Papier, wo nicht embossed ist. Und dann kann ich mit dem Küchentuch nochmal über die Blüten gehen und das Überschüssige wieder abreiben. Und entweder lässt mir das jetzt etwas heller oder aber ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen so den Rand ein bisschen dunkler und nach innen das so auslaufen lassen. Das ist jetzt reine Geschmackssache. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Jetzt nehme ich nochmal die überschüssige Tinte ab. So schaut es schon mal aus. Und ihr seht,
Dadurch, dass ich jetzt ein Seidenglanzpapier genommen habe, hat das immer einen tollen Schimmer. Gut, ich muss schnell Hände waschen gehen und bin gleich wieder da. So, die Hände sind wieder sauber. Und jetzt fehlt mir hier oben praktisch noch mein Grußtext, alles Liebe und Gute. Dafür habe ich mir zunächst aus den Framelits bestickte Etiketten, genauso heißt, findet ihr im Jahreskatalog, zwei Kreise ausgestanzt. Einmal, also mit diesem hier. Einmal einen Kreis in Vanille und einmal einen Kreis, ich konnte nicht widerstehen, weil das passt so super zur Karte. Das ist eine Folie, eine Metallic-Folie und die gibt es während der Celebration, die jetzt ab dem 3. Januar startet. Das ist halt immer so ein besonderer Aktionszeitraum, der geht bis zum März hin. Und da gibt es ja die Celebration-Broschüre, immer vom 3. Januar gilt die bis 31. März. Und in diesem Aktionszeitraum bekommt man pro 60 Euro Bestellwert einen Gratisartikel eben aus dieser Broschüre. Und das staffelt sich dann auch, also ab 120 Euro kann man sich dann zwei Artikel suchen oder ein besonderes Set. Oder dann 180, drei Gratisartikel oder bis zu drei Gratisartikel. Wer dann nähere Informationen gerne möchte oder diese Broschüre gerne möchte oder den Frühjahrskatalog auch gerne möchte, darf mich auch anschreiben. Ich schicke das dann natürlich gerne an euch raus. Jedenfalls gibt es als Gratisartikel ab Januar eine Metallic-Folie. Ich zeige euch mal noch das Set. Also das ist so ein 12 Zoll Papier und ihr habt da zwei Farben drin. Das ist Kussrot und dann ist da noch, wie heißt es? Grapefruit heißt das. Das ist der zweite Ton und das sind jeweils vier Bögen drin, also vier große Bögen von dieser Metallic-Folie und die ist einfach traumhaft schön. Und ja, die musste jetzt mit herhalten und so konnte ich sie natürlich euch auch gleich zeigen. Okay, also was ich jetzt mache, ich stempel mir jetzt auf meinen Kreis aus Vanille. Stempel ich mir jetzt noch alles Liebe und Gute. Dafür nehme ich jetzt auch noch mal Espresso. Und damit das jetzt vielleicht besser mit dem Hintergrund verschmilzt, nehme ich noch ein Fingerschwämmchen und farbe auch wieder ein Espresso auf und koloriere mir hier so den Rand etwas und ich finde, das ist immer ein netter Effekt. Der das halt gleich wieder ganz anders wirken lässt. Touch mehr. So. Und jetzt kleben wir das noch fest für die Metallicfolie. Nehme ich den Tombow
nicht schön. Da kommt meine Kamera ja ganz ins Wanken. Und mein Etikett mit dem Spruch, dafür nehme ich die Dimensionals. Setze ich jetzt so ein bisschen versetzt auf, dass meine Metallicfolie auch gut zur Geltung kommt. Oder mache ich es? Ah, ich tue es erstmal noch aufkleben auf meine Karte. Glaube, das ist dann leichter zu befestigen. Also ich nehme jetzt mein Cardstock in Melonensuppe und Sie finden, das war ein Fehlversuch. Aber das Gute ist, man kann ja beide Seiten hernehmen. Da lief mal wieder meine Kamera nicht mit. Dann habe ich es nochmal von neuem gestartet. So, ich habe ja überall immer die 2 mm Abstand. Ich habe ja mein Papier immer insgesamt 4 mm kleiner geschnitten. Jetzt kann ich das halt besser dran drücken, als wenn. Als wenn der. Mein Spruch schon drauf wäre. Kann ich jetzt noch ein bisschen mehr Druck ausüben, ohne gleich die Dimensionals wieder platt zu drücken. So, und dann mache ich das gleich auch noch auf meiner Grundkarte, da ich das auch gleich noch befestigen. Jetzt bringe ich noch meinen Spruch an. Wie gesagt, etwas versetzt, dass meine Folie auch noch schön gesehen werden kann. Und fertig ist meine Geburtstagskarte. Ja, ich hoffe, mein kleines Projekt hat euch gefallen. Für Fragen, Anregungen. Schreibt sie mir einfach, wenn ihr gerne nähere Informationen zur Celebration benötigt oder ihr auch gerne, wie gesagt, den Katalog haben möchtet, dürft ihr mich einfach anschreiben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch alles Gute fürs neue Jahr. Kommt gut rein und wir sehen uns einfach im neuen Jahr wieder. Macht's gut, ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss.